Ihr seht es, ich bin einfach so sitzen geblieben vom Video von gestern, denn ich habe ein bisschen vorproduziert und das letzte Video, ja, ich werde heute mein Monitor, mein Mikrofonarm hier austauschen, denn der ist wirklich äußerst wackelig, hält nicht mehr gut, ist unheimlich schief und ist kurz vorm Abbrechen, aber ich habe schon keinen neuen, den müssen wir uns erbetteln. Also da muss ich mal so einen Bettelbalken anmachen in den Streams, dass ich mir mal einen neuen gönnen kann. Und aber ich habe so ein bisschen Abhilfe geschaffen und das mache ich auf jeden Fall nach dem Video oder vielleicht vor dem Video. Nee, mache ich nach dem Video. Mache ich nach dem Video im nächsten Video. Also da seht ihr mich dann ohne Jacke, damit es auch mal ein bisschen Unterschiede gibt. Und damit willkommen zu einer weiteren langweiligen Folge. Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und warum eigentlich langweilig? Ja, wir haben ja jetzt gestern gegen den ersten gespielt, gegen Close to the Edge. Und ich habe erst gedacht, ich sehe richtig, richtig coole und spannende Angriffe hier. Also ich war hier noch etliche Stunden nach meinem Stream hier online und habe gedacht, okay, wenn die angreifen, dann geht es hier richtig zur Sache. Dann fallen hier die Dreier wie sonst wie. Aber es wurde unheimlich langweilig. Ich mache das mal immer auf zweifache Geschwindigkeit, denn ihr werdet die Parallelen, glaube ich, selber erkennen, wie hier vorgegangen wurde. Ich glaube, ihr werdet die Parallelen erkennen. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, dass das irgendwie ziemlich lame ist. Ziemlich lame ist. Also ich fand, ich habe auch gedacht, nach den ersten 8 Angriffen, so können die ja jetzt nicht weitermachen. Die wollen ja auch mal 3 Sterne haben, oder? Die wollen doch auch mal 3 Sterne haben. Aber nein, die haben exakt so weitergemacht. Und zwar, ich gehe hier ruhig mal von unten nach oben. Nach oben rein, ohne unsere Angriffe hier zu zeigen, sondern eher die Angriffe auf uns hier. Also auch auf den Avatar hier, noch mit der alten Base, aber ich habe schon eine neue Base jetzt bei Noobs gefunden. Und denn wenn ihr Subscriber seid bei Noobs, also Abonnent bei Noobs, dann habt ihr gewisse Zugriffe auf die Channels, wo auch neue Bases immer wieder kommen von seiner Base-Builder-Truppe dort. Und die könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Also ich probiere die jetzt mal aus im Rathaus 11, 12 und 14 Bereich. Also der Avatar wird hier auch eine neue Base bekommen. Und aber ihr seht hier selber, Drachen, Drachenreiter, Elektrodrachen, Blimp, immer mit demselben Zeug. Also Yetis da drin, irgendwie eine Walküre womöglich, damit irgendwo das Rathaus fällt und dann lassen die immer irgendwo ihre Bets ab, ja. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist oder einfach nur so ein bisschen zu den Prozenten beitrug. Es war so ultra, ultra langweilig, dass ich gedacht habe, okay, 3 werden die ja niemals mit dieser Strategie holen, auf keine unserer Bases. Aber sie haben eine unserer Bases auch gedreiert. Ja, sie haben auch eine unserer Bases damit gedreiert, nämlich die von Mortus. Also Mortus muss umstellen, auf jeden Fall. Und aber dennoch habe ich irgendwann gedacht, selbst auf Thorsten, ich zeige euch meine Base hier sehr, sehr gerne, das ist überhaupt kein Thema, sind die exakt so Vorgang. Ihr seht das hier, ne? Ihr seht da unten ja die Armee. Und oh, ich war wirklich ernüchternd, habe gedacht, meine Herren, lasst euch doch mal was anderes einfallen lassen als Drachen, Elektrodrachen, Drachenreiter. Aber nein, das haben die nicht gemacht. Das haben die nicht gemacht. In keinster Weise. Und so kannst du natürlich eine Liga hier nicht wirklich bestehen. Also ich bin wirklich, wirklich ziemlich stolz, was unsere Angriffe hier angeht gegen den Gegner. Die sind dann schon ganz anders individuell. Also hier greifen nicht 15 Leute mit exakt der gleichen Strategie an. Und ich wusste auch nicht, was ich meine. Die müssen ja auch irgendwann mal schlauer werden, ne? Dass diese Strategie zwar 2 Sterne bringt mit ein paar Prozenten, aber kaum zum Dreier führt, also oder zu vielen Dreiern führt. Da weiß ich echt nicht, was sie geritten haben. Ich habe auch schon im Chat geschrieben, Leute, jetzt ist aber echt auch mal langweilig mit den Bats und mit den Drachen oder mit den E-Drachen. Es gibt auch kein Cleanup hier für nichts, ne? Es gibt auch kein Cleanup für nichts hier. Und oder überhaupt hier hinten mal so ein paar Prozente noch wegzumachen mit was auch immer, ein paar Barbaren oder mit von mir aus auch ein Skeleton-Zauber oder sowas. Null. Es gab einfach null. Und die haben immer die gleiche Angriffsstrategie hier genutzt.
Egal auf wen, ich kann euch egal, okay, den Mortus, da haben sie echt mal drei geschafft. Mortus muss die Base umstellen. Aber sonst ist denen das nicht, ist denen nichts anderes eingefallen, auch vor allen Dingen. Nichts anderes eingefallen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war ein und der gleiche Account, aber hier haben wir mal die E-Drachen. Reingespammer, ja, reingespammer. Irgendwie geht es ja rein in die Base. Ja, klar, drücken die sich in die Base rein und wurden mit da rein. Und irgendwann kommt dann die Blimp mit hinzu. Ja, die Blimp war auch sogar safe. Die Blimp war sogar safe, also fast eine safe Blimp. Haben die Angreifer eigentlich gut gemacht. Die Blimp war immer schön in der Ability vom Warden drin. Aber mehr war es nicht. Trotzdem hat mich das ziemlich geärgert, muss ich sagen. Denn ich habe mir natürlich irgendwann gewünscht und habe auch im Chat geschrieben, irgendeiner wird sicherlich hier mal verkacken. Irgendeiner wird sicherlich hier mal diese Angriffsstrategie verkacken. Und dann rächt sich das Ganze. Dann wird sich das Ganze rächen. Denn ich hatte euch ja am Dienstag, glaube ich, schon in dem Video gezeigt, dass wir auf jeden Fall den Clankrieg ruhig verlieren können sogar und sind trotzdem noch vor Close to the Edge. Wir werden ihn aber nicht verlieren, das kann ich euch gleich zeigen. Wir werden ihn nicht verlieren. Wir werden ihn gewinnen, weil wir schon mehr Dreier gemacht haben als der Gegner. Ich muss auch noch angreifen hier. Ich hätte fast gesagt, ich kann auch experimentieren und nur einen Stern holen. Aber so eine Sache hier, das ist so ultra langweilig. Ich weiß, es sind immer safe 2 Sterne. Du verkackst hier halt nicht. Aber das ist auch alle Angriffe, kann ich euch sagen, alle Angriffe waren exakt Drachen, Elektrodrachen, Drachenreiter oder Drachen, Elektro, Drachenreiter. Und immer mit den Bats. Aber einer, der hat sich nicht dran gehalten. Der hatte nämlich eine nicht richtige Clanburg. Die Death of Nachtschatten. Die Death of Nachtschatten. Und ausgerechnet Nummer 1 hatte zwar auch die gleiche Armee da unten. Ihr seht das auch mit den Bats und so. Aber er hatte eine Clanburg, die anders war. Und da hat er sich nicht dran gehalten. Da hat er sich nicht an seine Kollegen vorher gehalten. Denn er hatte eine andere Clanburg drin. Welche sehen wir jetzt? Ich lache so gerne in den Livestreams hier und ich lache auch gerne in meinen Videos, aber ihr werdet auch am Freitag eine Folge von mir sehen. Da müsste ich mich eigentlich für schämen oder auch nicht für schämen. Denn ich habe vor, hier uns als Community für Clash of Clans so ein bisschen aufleben zu lassen. Aber ich möchte ganz gerne, dass das nicht für alle zutrifft. Und ich werde euch da auch ein bisschen was zu sagen. Ich weiß, das wird auch eine Folge, die wird auch ein bisschen länger werden, weil es mich so unheimlich abfuckt. Es gibt ein Thema, was mich echt ganz, ganz derbe im Moment nervt. Aber der Angreifer hier hat halt versucht, hier auch mit den Bats nochmal das Rathaus zu bekommen. Und das ist auch wirklich. Guckt euch das an, wie nah das eigentlich am Ende ist. Und er hat alles gegeben hier. Jeden Fries, alles. Ja. Aber trotzdem kommt seine Horde hier nicht durch, weil er hatte Lunze in der Clanburg und nicht wie die anderen Yetis und eine Walküre. Ja. Und so hat der Nachtschatten hier eine schöne Death hingelegt. Sehr, sehr schick. Entgegen der Base, die er auch vorher hatte. Und da sind wir natürlich auch ziemlich stolz drauf. Aber ich wusste es auch. Ich wusste es auch. Irgendeiner wird hier fehlen. Von der Truppe ausgerechnet die Nummer 1 hier. Und das war es dann auch für Close to the Edge hier in dem Clankrieg. Denn wir haben dann natürlich ein Dreier nach dem nächsten gefahren. Ich jetzt mit dem Avatar nicht, aber hier unten der Leon hat damit dann angefangen. Okay, wir konnten natürlich tippen. Das konnten die aber so halbwegs auch machen. Aber ist egal. Schmutzig, aber schöne 3 Sterne hier. Und der Leon kommt hier mit der Blimp hier rein. Ich muss sie auch unbedingt üben. Schöner Unsichtbarkeitszauber hier. Perfekt gespielt, würde ich sagen. Richtung Rathaus, auch wenn er ja ein 14er ist und der Gegner ist ein 13er. Ich muss eben mal ganz, ganz hochziehen. Damit ich wieder Luft habe zum Reden. Ja. Aber dennoch, er hat hier 14% rausbekommen, Rathaus raus.
Und jetzt geht es Richtung gegen den Adler mit dem kleinen Kehlskott von der anderen Seite hier. Einfach reingeballert jetzt. Die Klamburg ist auch nicht mehr da. Einfach reingeballert hier den Lalo. Und 15 Loons noch ein Lava-Hund. Also richtig, richtig krasses Ding hier. Und so holen wir uns natürlich jetzt einen Stern nach dem nächsten mehr, wo der Gegner jetzt eigentlich nichts mehr entgegensetzen kann. Also die haben ja jetzt auch nicht agiert, so nach dem Motto gewartet. Was machen eigentlich die Herausforderer? Was können wir dagegen setzen oder so? Nein, die haben einfach ihr Programm abgespielt. Man hätte fast meinen können, die müssen in 4 Stunden alle Angriffe machen, weil sie danach kein Internet mehr haben oder sowas. Oder Mutti stellt das Internet ab, keine Ahnung. Aber dennoch konnten die hier dann nichts dagegen setzen und gegen uns agieren, weil ihre Angriffe waren verbraucht und unsere sind jetzt eigentlich offen. Also so kann man natürlich super, super agieren hier. Du lässt erstmal den Gegner kommen, weil du siehst, ah, die sind heiß, die wollen angreifen. Aber letztendlich behältst du dann so ein bisschen die Überhand und auch die Nerven und ziehst hier einen Dreier nach dem nächsten hoch und der Gegner kriegt natürlich dann eine kleine Krise. Ich hoffe es mal, dass er eine kleine Krise bekommt, also nach dem Motto, ah, scheiße, okay. Hat doch nicht gereicht. Und wir haben jetzt schon 3 Dreier hier reingeballert. Ich zeige euch noch einen, sonst wird die Folge wieder so ultra, ultra lang. Ich glaube, den Cassius hier haben wir noch nicht gesehen. Also 15 auf 15 hier. Oder ist das 14 auf 15? 9 Cassius. Müsst ihr mal gucken. 9 ist ein 15er. Ja, ist ein 15er. Und aber noch mit den, ich nenne es mal so, alten Pets. Ich nenne sie einfach mal so, aber sie sind ja aktuell, gerade im Rathaus 15 Bereich, kannst du die Pets ja schon ganz cool mischen, da du ja 8 Stück zur Auswahl hast, entgegen Rathaus 14 nur 13 Stück. Und aber wie gesagt, Leute, ich bitte darum, dass ihr nicht erschreckt, wenn ich euer oder wenn ich das Video für Freitag fertig mache, auch wenn ich Freitag ihr live streame, mache ich für euch noch ein Video fertig. Da können wir am Wochenende richtig, richtig lange drüber diskutieren. Wie auch immer, aber ich ertrage vieles, aber das ertrage ich jetzt nicht mehr. Ich ertrage viel Shitstorm von eurer Seite her. Ich ertrage auch viel Kritik und was dann vielleicht auch nicht richtig ist, aber lasst euch da mal überraschen. Ich bleibe gleich sitzen, ziehe mir nur die Jacke aus und mache genau das Video, was ich eigentlich machen will. Denn das brennt mir schon ganz, ganz lange auf der Zunge, das wisst ihr. Das habe ich schon mal im Livestream gesagt und auch im Livestream auseinandergenommen. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir darüber mal eine Videofolge sehen, dass man das mal nachgetragen hat und damit wir auch ein bisschen klarer sehen, ja, mit dem zweiten seht ihr immer mehr oder so, irgend so ein Spruch gab es da ja mal. Okay, Cassius hier auch mit dem Dreier und damit sind wir jetzt schon eigentlich, ich meine, der eine Angriff hier, den macht Close to the Edge noch, aber das werden vermutlich wieder nur 2 Sterne, denn wir sind schon 3 Sterne vorne und wir sind auch hier in der Liga jetzt schon mit 191 vorne und haben noch 6 Angriffe. Wenn ich jetzt nur mal ganz banal rechne, 6 Angriffe, 6 mal 2 sind 12, ja, dann haben wir 33 und die kommen ja maximal auf 31, wenn sie dann nochmal einmal dreiern. So einfach geht es hier in der Liga. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Auf den Donnerstag, also mal hier echt langweilige Angriffe vom Gegner, wo du eigentlich ein bisschen mehr erwartest. Und aber so kann man es machen, gar keine Frage. Aber dennoch, glaube ich, ist das nicht die richtige Strategie. Ich hoffe, ihr hattet in der Liga die richtige Strategie, den richtigen Riecher, so dass ihr auch damit weiterkommt. Wir sind damit super weitergekommen. Ich bin ultra zufrieden. Ich bin eigentlich tiefenentspannt hier, aber ich ziehe jetzt die Jacke aus und mache das Video für Freitag. Das wird nicht ganz so schick. Aber vielleicht interessiert euch das Thema, vielleicht interessiert es euch auch nicht. Aber mich als Streamer und als offizieller Content Creator hier für Supercell interessiert das schon ganz, ganz derbe. Denn in unserer Szene, da passt irgendetwas nicht. Seid gespannt drauf, bleibt am Kanal dran. Ich würde sagen, bis in den Livestreams, bis in den nächsten Videos, bis zum Wochenende. Da sehen wir uns in jedem Fall ja etwas mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Echt.